Mit dem Fullback rundet Fiat sein Fahrzeugangebot im Professional-Bereich, also im gewerblichen Bereich, ab. Der Fullback bietet in allen Varianten eine Zuladung von einer Tonne sowie die Möglichkeit, auch Anhänger mit mehr als 3 Tonnen zu ziehen. Fiat beschreitet hinsichtlich des Fullbacks eine Kooperation mit Mitsubishi. Solche Kooperationen sind auch bei Mercedes, Nissan, Renault und dem PSA-Konzern teils überschneidend, teils parallel vollkommen üblich und für den Endkunden sowohl im Preis als auch vom Serviceangebot nützlich. Selbst auf den zweiten Blick unterscheiden sich Fullback und L200 von Mitsubishi lediglich durch die Markenembleme. Karosserie, Technik, Ausstattung sind nahezu identisch. Der Motor, ein 2,4 Liter Vierzylinder, leistet entweder 154 oder 181 PS und bietet ein sehr hohes Drehmoment von 380 oder sogar 430 Newtonmeter. Der Fullback wird von Fiat als Doppelkabine oder Extension Cab, also immer noch mit 2 Notsitzen zusätzlich angeboten. Die Ausstattung SX bietet die schwächere Motorleistung, das 6-Gang, das manuelle 6-Gang-Getriebe und wenn Allradantrieb gewünscht ist, einen zuschaltbaren Allrad. Die Ausstattung LX als höhere Ausstattungsvariante bietet die 181 PS Motorleistung und ein Getriebe mit permanentem Allrad, das erst in der Getriebeuntersetzung, also abseits befestigter Wege, in den Kriechgängen sperrt. Es gibt eine große Differenz in den Getriebevarianten. Die 5-Stufen-Automatik ruft am Motor in der höchsten Gangstufe bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h eine Drehzahl von 2000 Umdrehungen ab. Als Schalter rennt der Fullback bzw. L200 bei gleicher Drehzahl 115 km/h, jeweils mit GPS gemessen.